Und damit herzlich willkommen zurück bei The Last of Us Part 2. Wir sind bis beim letzten Mal bis ins Aquarium gekommen und ich mag Aquarium. Ich freue mich auf Aquarium, auf die Aquarien und wir gucken uns mal an, was es hier so gibt. Störe. Leider sind hier keine Fische mehr drin, man sieht hier noch die Abbildungen. Goliath-Groundern, Foxface. Leider kenne ich alle englischen Namen dann nicht. Banner, ich glaube Pfannenfisch heißt der auf Deutsch. Und hier geht's überall weiter. Da war eine Meeresschildkröte, eine Seeanemone. Der 4 Millionen Dollar Fisch. Gucken wir uns mal so ein bisschen um. Rochen. Finde ich aber cool gemacht so. Noch verschiedene Korallen. Jellyfish. Hier waren Quallen drin. Okay, ist ja die Frage, ne? Wir können jetzt natürlich jedes Aquarium durchgehen. Das würde ich jetzt nicht machen, weil, ja. Ja, zum Teil, ein paar kann ich erkennen. Ein paar kann ich erkennen. Es steht ja auch der Name da. Aber es ist relativ schwierig. Es ist relativ schwierig, da was zu erkennen. Und wir wollen ja auch weiter machen. Ich würde mal sagen, hier geht es nur lang. Und es würde mich wundern, wenn hier nirgendwo irgendwie Infizierte sind. Aber bisher ist es tatsächlich ruhig. Haben wir voll. Wir könnten nichts machen. Wow. Wir haben fast alles voll, Tatsache. Nur für Heilung fehlen uns noch Sachen, also Alkohol und Lappen, die bräuchten wir wieder. Ansonsten sind wir gut ausgerüstet. Heute wird Maya den ersten großen Showdown erreichen, prognostiziert mir der Chat. Oh je, dabei haben wir doch schon zwei Blauster weggekillt. Ich dachte, das wären schon zwei große Showdowns gewesen. Beim letzten Blauster bin ich übrigens nur einmal gestorben. Ich finde, das war eine sehr, sehr gute Quote. Okay, hier sind Korallen. Sehr kurios, dass hier noch versteinerte Korallen irgendwie sind. Das war mal ein Aquarium natürlich. Und die dürften eigentlich nicht mehr so bunt aussehen. Der Chat recht hat, das werden wir auch sehen. Ich bin mal gespannt, wie lange es noch dauert dann. Da ging es runter. Da können wir nichts machen. Oh, sehr nice. Ein bisschen Klebeband. Okay, dahinter geht es noch nicht hoch, glaube ich. Ich glaube, wir müssen hier runter. Bisher sind hier keine Infizierten, was mich wundert.
Die Frage ist dann natürlich, gegen wen dieser Showdown, der mir hier angekündigt wurde, ist, ob er gegen Abby ist, ob er gegen Infizierte ist. Aber ich schätze bald mal gegen Abby. Wir haben wieder Medizin bekommen und ich weiß gar nicht, was wir jetzt nächstes verbessern wollten. Ich glaube, wir wollten das hier mehr verbessern noch, damit wir mehr Kapazitäten haben und mehr Springfallen. Oder wollten wir gucken, dass jetzt der Lauschmodus mehr Reichweite hat. Das ist auch sehr sinnvoll. Ich glaube, das ist sinnvoll. Das hätte uns ein paar Mal besser den Arsch gerettet, ne? Die mehr Reichweite. Da sind noch ein paar Schräubchen. Da ist noch ein Lappen. Wo zum Teufel steckst du? Bisher haben wir hier noch nichts gefunden. Außer ein bisschen Loot. Ansonsten noch nichts. Hier ist eine Tür. Oh. Hier komme ich nicht weiter. Haben wir hier irgendwo einen Schacht, wo wir lang können? Da ist ein Schacht, da kommen wir nicht weiter. Hier ist ein Schacht, wo wir weiter können. Mich wundert, dass hier keine Infizierten sind, Tatsache. Also, dass hier noch keine Infizierten sind, wundert mich total. Das ist echt... Aber ein Hund. Oh mein Gott. Shit. Blöder Hund. Uncool. Ist der Hund von Abby oder von wem ist der? Okay, sie nimmt die Knarre raus, das ist unheimlich. Knarre raus einfach so ist unheimlich. Gott. Was zum Teufel ist hier passiert? Okay. Irgendwie sind da Binden, also irgendwie scheint sie verletzt zu sein. Die gute Abby. Hier ist eine Tür, aber hinten geht es auch noch weiter. Ich schätze ja bald mal, dass hier die Tür zu ist. Jetzt haben wir mittlerweile gelernt, welche Türen offen sind und welche zu sind. Hier kamen wir. Okay. Jetzt geht nur hier weiter. Da sind Leute. Da sind Leute auf jeden Fall drinnen. Ihr nicht. Puh. Owen Moore. Owen.
Von den Fireflies. Tja, der Hund wird jetzt nicht mehr so lebendig hier sein. Ja, und das haben wir alles schon gelesen. Das hat sie noch irgendwo geschrieben. Was mich wundert, hier ist eigentlich das Lager von denen und wir durchsuchen alles, aber das können wir nicht durchsuchen. Doch, das ist ein bisschen... Wir sehen leider nicht, wie viel Energie wir haben. Hallo Edana Dot, willkommen, wie geht's dir? Wir sehen im Moment leider nicht unsere Energieanzeige, das verwirrt mich so ein bisschen. Wir haben Molotovs, haben wir 2 von 3, wir haben aber auch wieder einen Lappen. Ich finde das so krass. Ich weiß nicht, sollen wir hier vielleicht das Messer auch nochmal upgraden? Vielleicht können wir das nochmal gebrauchen. Weil hier hinter sind Stimmen. Lass. Okay, hätten wir nicht gebraucht. Zu spät. Da sind 2 Leute auf jeden Fall. Hui. Ich habe ein bisschen Angst. Wir gucken jetzt mal, was dahinter ist. Und wie wir uns dagegen schlagen.